This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Ja, herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Turniervideo. Erster Tag, Buff Booster 5 Sterne. Kein Gelb. Ja, mein erster Gegner. Ich habe mein Team schon mal eingestellt. Ist zwar in Anführungszeichen ein blauer Tank. Ist zwar kein Tank, aber er ist als Tank hier hingestellt. Sobek. Ja, ich werde definitiv mit Rot spielen wegen Wanda Obakan. Mit ihrer Immunität und Gegenschlag. Und Akko, der außen im Wing steht. Falls der warum auch immer auslösen sollte, habe ich Alucard dabei. Mit Steinen kann ich dispeln. Ich habe genug Heilung dabei. Ich frage es nur, ob ich genug Steine bekomme. Ich würde sagen, wir fangen erstmal direkt mit der Combo an. Ja. Okay. Ich könnte jetzt blau spielen. Dann würde der rote Stein ganz rechts einen nach oben rücken. Oh, das gefällt mir noch gar nicht hier. Ich könnte genauso gut gelb spielen. Gucken wir mal, ob grün nachkommt. Nice, nice. Das haben wir gewollt. Das haben wir definitiv gewollt. Ja. Wir können es jetzt natürlich riskieren. Wir können jetzt lila spielen, gucken, ob rot nachkommt. Ach, ja, okay. Junge, ey. Noch eine kleine Kombo mehr, der wäre so bergauf weg gewesen. Wie viel Leben hat der Junge? Gar nichts. Alter. Ja, tschüss. So, Obakan killen wir. Wir wissen aber noch nicht, ob er sich wiederbelebt. Oh, Alter, ich bin ein bisschen kaputt. Okay. Also, wir gehen auf Akko. Definitiv auf Akko und Obakan. Und dann schauen wir mal. Alucard heben wir uns auf. Wir können uns auch mit Toxic dispellen, beziehungsweise bekommen wir auch Mana. Alucard können wir benutzen, weil wir drei rote Steine ghosten. Und dann war es das auch schon. Sehr schön. Ja, der Kollege hier hat irgendwas nicht ganz verstanden. Gut, wobei bei 5 Sterne ist es nicht unbedingt relevant, welche Farbe du da hinstellst, aber ja, Marie-Therese ganz außen auch noch. Na gut. Okay, spielen wir es. Gucken wir uns das Ganze an. Ach, mir ist der Name entfallen. Cupido, ja, genau. Cupido. Das ist natürlich unangenehm, ne? Also, wir können ein blaues Match direkt reinspielen. Gelb bringt uns nicht allzu viel. Das Schlimme ist, in Cupido will ich nicht reinspielen. Von Grün ist hier kaum was zu sehen. Was richtig bescheuert ist. Deshalb, ja, fangen wir mal mit Blau an. So, einmal Grün haben wir schon mal zusammen. Jetzt kriegen wir auch ein zweites Mal Grün zusammen. Was schon mal sehr gut ist. Ja, wir haben noch mal Grün, okay. Ich kann Tahir hier schon killen. Wobei, nein, ich kann auch Milena killen. Definitiv.
Wir sollten hier wohl auch Milena killen. Wir haben ja Buffs, das bedeutet Attack Up. Das bedeutet, Himerus killt Milena. Ich bin trotzdem nicht unbedingt in einer tollen Position. Okay, nice. Das war gut. Dass da ein blauer Stein nachgekommen ist, das war richtig gut. Wir warten mal eben mit Toxic. So, Tahir ist weg. Ja, Marie-Therese löst aus, okay. Sehr viel Lila. Sehr viel Lila und sehr viel Gelb. So. Da ich Himerus nicht ready habe, werden wir hier trotzdem Cupido killen. Weil Elnadar kann ich dispellen. Cupido zwar auch, aber wenn Cupido auf die rechte Seite geht, dann habe ich ein Problem. Okay, Buffs ab. Mit Toxic warten wir. Ich will hier Cupido killen. So. Der wird ja jetzt respawned als Zombie. Dann ghosten wir in der Mitte. Okay, gucken wir, ob Blau nachkommt. Wir müssen hier noch nicht unbedingt etwas machen. Elnadar wird jetzt sowieso gleich auslösen. So, jetzt bekomme ich zwar ein bisschen Damage. Wobei, wir können sogar mit Toxic warten. Das können wir aussetzen. Ohne Scheiß. Spielen wir grün direkt da rein. Macht zwar nicht viel Schaden, aber was soll's. Dann holen wir uns das nächste grüne Match. Ja, perfekt. Ja, jetzt lasst nicht meine ganzen blauen Steine bitte verschwinden. Danke. So. Erst Toxic. Dann killen wir. Ich würde sagen, das machen wir so. Das war's. Sehr schön. Ja, auf geht's ins nächste Matchup. Okay. Wir haben unten links ein grünes Match. Wenn ich blau spiele, habe ich oben rechts ein grünes Match. Wenn ich nur blau spiele, habe ich eine Viererreihe in Rot. Warte mal, das können wir auch so machen, wie ich das eben gesagt habe. Jetzt haben wir sogar einen Diamanten. Wir haben einen Diamanten, den können wir direkt spielen. Den spielen wir auch weiter. Afanias löst jetzt zwar aus, macht einmal kurz vielleicht viel Schaden, nein. Sie hat nämlich keinen vollen mit Mana getroffen. Okay, Buffs ab mit meiner neuen Spielgefährtin. Nur zur Erklärung. Ich habe ja gesagt, Buffs ab, ne? Normalerweise, wenn es kein Buff-Booster wäre, würdest du es genau umdrehen, ne? Nur mal so nebenher, damit ihr den Gedankengang auch versteht, den ich gerade, oder warum ich das so gemacht habe. Weil ich habe ja die Chance durch Hathor, auch eine kleine Menge an Mana zu bekommen. Die hätte ich dann praktisch verschwendet. Aber hier will ich die Buffs haben. Dadurch habe ich 20% mehr Angriff, wie ihr sehen könnt, ja, weil nur ein Buff aktiv ist. Das ist in dem Fall jetzt wichtiger als diese kleine Menge an Mana. Ja, da die linke Seite wiederbeleben kann, gehen wir auch auf die linke Seite. So, Xander sollten wir killen, würde ich sagen. Dann können wir nochmal rot spielen.
In Grün rein. Das ist ja gut. Jetzt bekommen wir wieder eine kleine Menge an Mana, weil wir Xander killen. Und er den Debuff hat von Thetis. Mit Moini warten wir mal eben kurz einen Augenblick. Okay, hat sich sogar wieder belebt. Okay. Ja, gut, wir heilen hier mal. Und dann spielen wir hier mal Lila. Materia oder wie sie heißt. Matreira löst ja eh aus, dagegen kann ich nichts machen. Gut, El Nadahar wird leider auch auslösen. Ja, das ist in Ordnung. Wir killen. Ja, das ist halt verschwendet, ne? Wie viel Leben hat er? 94, ja. Ist halt verschwendet, aber ich kann es nicht ändern. Wir killen hier Alberich. So. Das sieht gut aus. Okay. Jetzt machen wir das richtig rum, wegen El Nadahars Da können wir Hathor noch nicht benutzen, das wäre nicht so clever. Aber das Spiel ist sowieso vorbei. Okay. Ja, geht auch direkt fröhlich weiter. Dieses Mal wieder voll mit Rot. Da wir hier genug Minion Maker haben. Und das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Wir haben eine Viererreihe in Rot. Wir fangen erstmal mit Grün an. Oha. Noch einmal Grün. Dann haben wir. Mann, nein, Alter. Das war nicht gewollt. Ja, gut. Ja, okay. Ja, ist geschenkt. Gut, ist geschenkt. Wir hätten das auch so in der Hand gehabt. Das war jetzt, ja, die Extremfassung. Hätte ich beinahe gesagt. Ja, dann würde ich sagen, wir benutzen Toxic auch direkt mit. So. Pingy löst eh schon aus. Ja, dann können wir auch auf die rechte Seite gehen. Tschüss, das war's. Alucard. Du kannst auf die linke Seite gehen. Ja, lassen wir Gelb verschwinden. Das hat hier keinen Zweck. So, wir können hier weiter, fröhlich weitermachen. Okay, benutzen wir direkt, weil wir drei Steine ghosten können. Nicht, dass das noch einen Unterschied machen würde, aber. Jep, alles klar. So, Zeit für das letzte Match. Okay. Wir haben einen lila Diamant. Ein blaues Match. Oder so lila, aber das bringt uns schon mal gar nichts. Ich brauche mehr blaue Steine. Ich würde sagen, wir nehmen auch direkt den lila Diamanten in Anspruch. Dann haben wir schon mal Taunt. So, Milena kriegt zügiger Mana. Was sehr gut ist. Mit Annabelle können wir warten. Spielen wir blau. So. Das ist schon mal gut. Jetzt können wir probieren, ob wir Hurricane schon rauskicken können. Jep, weg ist er. Er ist nicht ausgewichen. Das hätte nämlich passieren können. Wir lassen hier Rot verschwinden. Kann natürlich auch sein, dass Heimdall ihn gleich wieder zurückbringt. Ne? Das kann auch passieren. Mann, ey, weg mit Rot. Segmet wird jetzt auch gleich heilen. Aber wir haben Annabelle. Wir haben Heilung.
Ey, warum gehen beide auf Annabelle? Was soll das? Ihr Luis, Alter. Ja, jetzt ist natürlich richtiger Mist. Nee, wir holen jetzt. Wir spielen blau. Wir gucken jetzt mal, was Heimdall macht. Okay, nicht viel. Das ist natürlich schon mal nicht so geil. Macht. Das ist ja ein Sniper. Ich habe keine Grünen dabei. Ich sollte die linke Seite ignorieren. Wir gehen hier auf die rechte Seite. Ja, wieder auf Annabelle, Alter. Ach, Junge, jetzt muss ich auch noch meine Milena als Heilerin benutzen. Na gut. Muss ich so hinnehmen. Dann bereiten wir uns mal lila vor. Wir haben so viel Gelb und Grün. Es ist echt unglaublich. Ja. Okay. Die Heilung nehmen wir in Anspruch, bevor wir jetzt hier ein lila, blaues Match machen. Und dann wollen wir Akonia rauskicken, aber sie ist Schurke, ne? Ja, shit. Sie kann das dodgen. Ey, ich habe hier zu viel Grün und Gelb. No risk, no fun. Ja, evade. Okay, war klar. War klar. Okay, wir müssen hier heilen. Wir können blau weiter hochziehen. Leider Einzug zu spät, denn Heimdall heilt wieder. Das ist schon krass, Alter. Das ist schon sehr krass. Jetzt lass meine Milena bitte in Ruhe. Die macht einen vernünftigen Job hier. So, wir gehen weiter auf die Seite. Ey, so langsam, Alter. Also ich... Es wird schon wieder hier zum Krampf, ey. Ziehen wir lila weiter nach oben. Ich meine, ich habe ja Spott. So ist es nicht. Ich kann hier heilen. Ich kann lila wieder spielen. Aber ich muss halt an blau kommen. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder Sigmet trigger, weil... Dann habe ich wieder ein Problem. So, die ist weg. Wir können wieder lila spielen, weil Heimdall gleich zum dritten Mal, ich betone es, zum dritten Mal auslöst. Ich kann hier nichts machen. Ja, spielen wir rot. Es nützt ja nichts. Weiter da rein. Mein Gott, ey. Ja, er ist auch weg. Alter. Ich glaub, ich spinne, ey. Ja, es bringt nichts. Ja, ich müsste jetzt grün praktisch spielen. Ich brauche blau. Und ich bekomme kein blau. Und ich muss hier heilen. Weg mit gelb. Es hat keinen Zweck. Es hat keinen Zweck. So wird das nichts. Also, das vierte Mal. Heimdall, das vierte Mal, Leute. Das vierte verfluchte Mal. Also Dispel. Wir gehen auf Sigmet. Jetzt reicht's.
Weg. Dann können wir blau spielen. Wir müssen uns jetzt um Heimdall kümmern. Oh, nee, nee, nee. Tun wir nicht. Den Fehler machen wir nicht. Wie viel Attack-Up haben wir hier? 80. Alter, der muss doch fallen hier. Das geht doch gar nicht anders. So. Dann spielen wir hier hinten, wo ganz wenig passieren kann. Okay, jetzt bekommen wir sogar einmal blau zusammen. Sehr gut. Der Wasserschaden tickt von Tethys. Ah, genau, Alter. Weg mit Rot. Oh my Lord, ey. Ja, nice. Nice, finally, Alter. Finally, ey. Ey, das war schon, das war ein richtiger Krampf, Alter. Das war ein richtiger Krampf. Mann, ey. Ja, fünfmal gewonnen. Wir haben es überstanden. Das letzte Match war ja, ihr habt es ja gesehen. Bis jetzt ein A, okay, das ist schon mal sehr gut. Ja, 400 Punkte Unterschied zu den ersten. Ja, wir werden uns da versuchen reinzufuchsen, würde ich sagen, ne? Ja, ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.